Hi Leute, heute gibt es mal wieder einen Oldschool Beauty Haul. Ich persönlich liebe ja Beauty Hauls immer noch. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Ich habe auf jeden Fall ein paar Sachen geshoppt, Produkte, die ich jetzt wieder nachgekauft habe, weil ich sie ganz toll fand, aber auch ein paar neue Produkte zum Ausprobieren. Und deswegen dachte ich mir, ich zeige euch mal, was ich so geshoppt habe. Viel Spaß! Das erste Produkt ist eigentlich auch ein bisschen lustig, allerdings auch irgendwie nicht, denn es geht um Rückenschmerzen. Alle Ü30-Jährigen werden jetzt wahrscheinlich genau verstehen, was ich meine. Ich habe jetzt momentan sehr, sehr starke Rückenprobleme. Seitdem ich auch nicht mehr so viel Sport mache, ist es natürlich ein bisschen stärker geworden. Das Ganze ist aber richtig, ja, sage ich mal, ausgeartet, seitdem ich schwanger war. Irgendwie habe ich seitdem so Wirbelblockaden, würde ich sagen, und immer wieder Rückenschmerzen. Und deswegen habe ich mir das hier wieder nachgekauft. Ich habe das Ganze schon mal aufgebraucht gehabt und mir jetzt wieder nachgekauft, weil ich finde, dass es super gut hilft. Und zwar von Tetisept Meeressalz Rücken- und Schulter-Gesundheitsbad mit 6 ätherischen Ölen. Und ich finde, dass es so, so angenehm ist, wenn man Rückenschmerzen hat, sich dann ins Bad legt und dann dieses Salz mit reinlegt. Ich finde, das hat nochmal so eine stärkere Wirkung und ich bin danach auf jeden Fall ein paar Tage schmerzfrei, bis es dann wieder anfängt und dann muss ich es halt wieder machen. Ich müsste natürlich noch ein bisschen mehr Sport machen, mache ich momentan sehr, sehr wenig oder kaum. Das wird es natürlich bessern, definitiv, aber ich komme halt irgendwie gerade nicht dazu, da bin einfach zu müde und habe einfach keine Lust. Von daher kann ich euch das empfehlen, wenn ihr auch so ein bisschen Rückenprobleme habt. Dieses Jahr habe ich mir jetzt auch einen neuen Sonnenschutz gekauft und zwar von Sundance Sensitiv mit Lichtschutzfaktor 50. Das ist ein Sonnenspray für empfindliche Haut ohne Duftstoffe, was mir persönlich immer wichtig ist, weil ich nämlich das Produkt mit meinem Sohn auch immer teile. Es soll auch wasserfest sein und Feuchtigkeitspflege geben, UVA und UVB-Schutz. Ich habe ja letztes Jahr ein Produkt gehabt, mit dem ich gar nicht zurechtgekommen bin, gerade auch wenn so mein Sohn geht, das ist ja ein Kleinkind und gerade beim Verteilen muss die Textur einfach passen, weil wenn es super dick und super klebrig ist, man kann es kaum überhaupt erstmal auftragen, ist es halt wirklich schwierig bei einem Kleinkind. Also alle, die Kleinkinder haben, verstehen das vielleicht. Und wenn es dann noch ewig klebrig ist und nicht einzieht, dann ja, ist es wirklich schade. Die Inhaltsstoffe waren zwar top bei diesem Produkt, aber da war die Textur halt einfach völliger Blödsinn, würde ich sagen. Ist immer schwierig, eine Balance zu finden zwischen guter Textur, guter Handhabung und guter Inhaltsstoffe. Ich finde, da ist es manchmal wirklich nicht so einfach. Und ich probiere das jetzt dieses Jahr einfach mal aus. Das hat einen Pumpkopf, ist von der Textur jetzt auch so ein bisschen leichter. Ich habe es jetzt bei meinem Sohn noch nicht so richtig ausprobieren können, nur hier im Gesicht so ein bisschen. Hat sich definitiv leichter auftragen lassen als das Produkt vom letzten Jahr. Ich bin gespannt, ob mir das gefallen wird. Ich für meinen Teil brauche auf jeden Fall auch Lichtschutzfaktor 50, gerade wenn ich jetzt noch so hell bin. Wenn ich jetzt ein bisschen eine fortgeschrittene Bräune habe, sage ich mal, dann reicht mir 30 auch, aber gerade jetzt am Anfang auf jeden Fall 50. Falls ihr eine Empfehlung für mich habt, für Sonnenschutz für Kleinkinder, sowohl mit guten Inhaltsstoffen als auch gute Textur, dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Für den Bereich Pflege habe ich mir jetzt auch eine Produktreihe zum Testen geholt, und zwar von der Marke Salted Beauty, die im Übrigen auch Sponsor dieses Videos ist. Also herzlichen Dank für die Kooperation. Salted Beauty hat mich gefragt, ob ich diese Produkte mal ausprobieren möchte und ja, wenn mich Produkte ansprechen und ich die Idee gut finde und die Produkte interessant finde, dann bin ich immer offen dafür. Ja, ich habe mich hier auf jeden Fall mal für 4 Produkte entschieden und ich erzähle euch jetzt auch gleich, warum mich dieses Konzept so überzeugt hat. Und zwar habe ich hier einmal mich entschieden für eine Gesichtsreinigung, also es ist ein Schaum, dann eine Tages- und Nachtpflege als Fluid, dann habe ich hier noch ein Leave-On PHA Peeling Fluid und eine Nourishing Mask, also eine Gesichtsmaske. Das ist auf jeden Fall eine Marke, die auch in Deutschland hergestellt wird und auch vegan ist und wo auch die Produktverpackungen komplett frei von Mikroplastik sind, was so vom Rahmenkonzept schon mal wirklich top ist. Und was mich auch gleich bei dem Shopping-Erlebnis, sage ich mal, überzeugt hat, war der Matchmaker. Hier kann man nämlich sich eine persönliche Hautpflege zusammenstellen lassen und kann sogar selbst Düfte und Texturen auswählen, was ich so cool finde. Also man bekommt dann praktisch verschiedene Vorschläge. Man kann dann ankreuzen, man hat eine trockene Haut, man hat eine unreine Haut, eine empfindliche Haut. Dann
kann man auswählen, möchte man Feuchtigkeit, möchte man Glow, möchte man verfeinerte Poren oder je nachdem, welche Ziele man hat, man kann dann verschiedene Sachen ankreuzen. Dann kann man sogar Textur auswählen, ob Gel oder Schaum, ob Fluid oder Creme und dann kann man das Ganze sogar personalisieren lassen mit dem Namen und dann bekommt man einen Vorschlag von 5-6 Produkten zum Beispiel, die halt eben persönlich auf diese Wünsche dann sozusagen eingehen und das so, somit abdecken. Wisst ihr, was ich meine? Und dadurch hat man nicht so dieses Gefühl, man ist komplett überfordert von 20, 30 verschiedenen Produkten und kann sich gar nicht entscheiden, was jetzt wirklich zu einem passt. Und das hat für mich als Verbraucher dann schon so einen positiven Effekt, weil ich gleich weiß, okay, das ist die personalisierte Creme für mich, das ist der Reinigungsschaum für mich und das ist die passende Maske dazu oder das passende Serum dazu und muss mir nicht noch 10 andere Produkte anschauen und durchscrollen, was passt zu mir, was passt nicht zu mir. Und das macht es mir auf jeden Fall persönlich so, so viel leichter, denn ich habe auch schon ganz oft einen Shopping-Tag oder wie sagt man, beendet, weil ich einfach überfordert war von diesen ganzen Informationen und mich gar nicht entscheiden konnte. Und deshalb hat mich das als Verbraucher wirklich absolut überzeugt und habe hier jetzt tatsächlich auch meine komplette personalisierte Pflege, sogar mit Namen obendrauf. Und ja, man kann im Nachhinein natürlich die Produkte wieder komplett so nachkaufen oder auch die Texturen ändern, wenn man sagt, okay, das Fluid passt jetzt doch nicht, ich möchte doch eine Creme haben. Dann kann man es wieder ändern lassen. Also mega coole Idee, mich hat es so überzeugt und ich bin jetzt natürlich auch dementsprechend gespannt, wie die Produkte dann auch funktionieren werden. Ich war natürlich super neugierig und habe die Tagespflege heute schon ausprobiert. Ich werde euch jetzt kurz einen Ausschnitt einblenden. Ich habe mich jetzt für ein Fluid entschieden. Ich kann jetzt nach dem ersten Mal natürlich nicht so, so viel sagen, außer dass es eine sehr angenehme Textur war, ist super schnell eingezogen und hat keine klebrige Textur hinterlassen, beziehungsweise ist nicht klebrig auf der Haut, was mich im Alltag beziehungsweise was mir im Alltag auch immer besser gefällt, wenn es nicht so eine klebrige Textur hat. Ja, ich bin super gespannt, wie mir die Produkte gefallen werden. Ihr könnt es natürlich selbst auch ausprobieren. Ich habe auch einen Rabattcode bekommen, den werde ich euch jetzt hier einblenden. Ich werde euch natürlich auch alle Informationen und den Link unten in die Infobox packen. Also wenn ihr das Ganze auch mal ausprobieren wollt, dann nutzt auf jeden Fall meinen Code. Ich verdiene übrigens nichts mit dem Code. Es ist einfach nur ein Vorteil für meine Follower. Als nächstes habe ich mir eine meiner liebsten Duftschäume gekauft und zwar die Variante Pink Grapefruit. Also wenn es ein fruchtiger Duft ist bei mir, was sehr selten der Fall ist, dann muss es Pink Grapefruit sein. Oh, das finde ich so, so schön. Dieser Duft erinnert mich einfach irgendwie immer an Sommer und an irgendwie eine Limonade und ich habe dann irgendwie das Gefühl, ich liege auf dem Strand. Und warum ich diesen Duftschaum so toll finde, ist, weil er so krass ergiebig ist. Dieser Schaum ist auch richtig schön fest und zerfällt halt nicht gleich in der Hand, sondern der bleibt wirklich super schön fest, bis man das Ganze halt aufträgt. Und man kommt so lange damit zurecht. Ich meine, es ist wirklich riesig. Das sind 200 Milliliter. Ich glaube, das kostet schon ein bisschen mehr, als wenn man jetzt eins von einer günstigeren Marke kauft, definitiv. Aber man kommt wirklich ewig damit zurecht. Also man braucht auch wirklich sehr wenig, weil es halt durch diesen Schaum einfach so krass ergiebig ist. Und deshalb mag ich diese Duftschäume von Bilou wirklich super gerne. Und das ist halt einfach mein Lieblingsduft. Weshalb ich mir den jetzt tatsächlich wieder nachgekauft habe. Dann habe ich mir wieder mein liebstes Trockenshampoo nachgekauft. Ihr könnt sicherlich erraten, welcher das ist, wenn ihr mich schon länger kennt. Und zwar von Batiste. Diesmal natürlich nicht die Variante in Schwarz oder Braun, sondern in Blond, seitdem ich wieder blond bin. Das ist für mich einfach der beste, das ist für mich einfach das beste Trockenshampoo, weil es für mich einfach am besten funktioniert. Ich finde, es hat einfach den besten Effekt, ohne dass es, wie gesagt, so einen krassen weißen Schleier hinterlässt. Dadurch, dass es blond ist und auch so ein bisschen gefärbt ist, wirkt es einfach nicht so, als hätte ich irgendwie Schuppen oder sowas oder hätte graue Haare. Und es macht mein Haar super schön voluminös, super griffig. Und ich mag den Look mit Trockenshampoo fast lieber, als wenn sie frisch gewaschen sind. Weil ich dadurch, dass ich so feines Haar habe, jetzt sind sie zum Beispiel frisch gewaschen, ihr seht, ich habe kaum Volumen. Und wenn ich jetzt morgen das Trockenshampoo drauf gebe, dann kann ich mir da so richtig tolle Frisuren machen, die so ein bisschen nach Volumen aussehen. Und es hält einfach auch besser. Oh, ich liebe es einfach seit Jahren so sehr. Dann kommen wir zu einem Produkt aus der Kategorie Zahnpflege. Zeige ich auch super selten, glaube ich. Und zwar habe ich mir das bei Amazon bestellt zum Ausprobieren und zwar Upper Care Polish. Das ist flüssiger Zahnschmelz und das kann man ein- bis zweimal wöchentlich benutzen. Und zwar ist es eine Zahnpolierpaste. Ich gehe zwar
regelmäßig zur Zahnreinigung, also zweimal im Jahr mache ich eine Zahnreinigung, aber ich bin ein super intensiver Kaffeetrinker und von daher merkt man sehr, sehr schnell, dass ich die Zähne einfach wieder verfärben. Und das ist einfach Fakt, so das kann man gar nicht verhindern, wenn man Kaffeetrinker ist. Auf jeden Fall dachte ich mir, ich probiere das mal aus und schaue, dass ich zwischen diesen beiden Zahnreinigungen es vielleicht irgendwie aufrecht erhalten kann, sage ich mal. Oder eventuell ist es natürlich so gut, dass man sich vielleicht die Zahnreinigung spart, wobei ich mir die Zahnreinigung von Haus aus nicht sparen würde, weil es eine tolle Sache ist für die Zahnhygiene und Zahnpflege sowieso. Aber ich werde das Ganze ausprobieren. Ich habe es jetzt einmal schon benutzt. Es ist natürlich kein Instant-Produkt. Ich vermute, das muss man einfach mal länger benutzen. Und ich werde euch natürlich berichten, welche Erfahrungen ich damit gemacht habe. Das letzte Produkt ist ein Rasierer und zwar von Venus Gillette. Er sieht super hübsch aus. Ich hatte dieses Produkt tatsächlich in einer PR-Box drinnen und habe das seitdem benutzt und mir jetzt die Klingen tatsächlich wieder nachgekauft. Ihr habt ja vielleicht mitbekommen, dass ich mir auch ein Epiliergerät gekauft habe. Ich muss aber wirklich sagen, dass ich sehr, sehr stark dazu neige, einfach das schnell in der Badewanne zu rasieren. Weil das Epilieren halt natürlich nicht super angenehm ist. Also ich meine, es ist nicht so schlimm, wie man sich es vielleicht vorstellt. Also zumindest empfinde ich das so. Aber es ist trotzdem nicht komplett schmerzfrei, weshalb auch Rasieren oft in der Badewanne dann einfach super schnell geht. Und durch diese Klingen, sage ich euch, geht es einfach noch schneller, weil ich mir dadurch auch das Rasiergel spare. Das sind nämlich diese Comfort Glide Spa Breeze Klingen, die eben so, sag ich mal, so Kissen enthalten, die eben gleichzeitig auch als Rasiergel funktionieren. Also das muss man einfach nur anfeuchten und dann hat man gleichzeitig Rasierklinge und Rasiergel in einem. Und das macht es natürlich noch bequemer, weil man nicht mal mehr Rasiergel braucht. Und von daher geht es so schnell und die halten auch recht gut. Es ist jetzt nicht so, dass das nach zweimal wieder weg ist, sondern man kann da wirklich recht lange damit rasieren. Von daher, ich finde die richtig, richtig toll und die Haut ist danach auch nicht irritiert. Also zumindest bei mir nicht, muss ich immer dazu sagen. Ich habe super glatte Beine, super gepflegte Beine, ohne dass sie super krass ausgetrocknet sind und wie gesagt irritiert sind. Also ich feiere diese Klingen extrem. Und das war's auch schon zu meinem Beauty Haul. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung zu den Produkten in die Kommentare. Ich freue mich aufs nächste Mal und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bleibt auf jeden Fall gesund und bis bald. Ciao, ciao.